Pisana's dance purified my heart. Bouncy, bouncy, bouncy bunny! That co-appearance was like a dream come true. God of energy, Inti, Inti, Pachaka Max! Wait, the Ferris wheel? I wish you luck with the investigation. I'm rooting for you. Das ist sehr lieb von dir, Komeji. Ja, herzlich willkommen zurück zu I, The Somnium Files. Für den Recap habe ich mal auf englische Sprachausgabe gestellt. Und jetzt bekomme ich hier schon wieder eine Frage gestellt von meinem Tamagotchi. Hatten wir das nicht gerade erst? Da ist es. Was ist meine bevorzugte Kakaorate in Schokolade? Ja, ungefähr 30%. Also Vollmilch so. Das ist Normali. Aus mir wurde ein Kindi. Sag mir Mary. Okay, ich mag das Teil nicht, aber ich werde mich drum kümmern, weil es geht nicht darum, ob ich es mag oder nicht. Sprachausgabe wieder auf Japanisch. Man kann nicht hochscrollen. Man muss den Weg nach unten gehen. So, dann reden wir mal ein bisschen mit Tama. Recap der ganzen Gespräche vom heutigen Morgen. Alkohol kann ich keinen zu mir nehmen. Ich kann nur mit Tama sprechen. Hatten wir das nicht schon mal? Ich rezitiere mal Sutras. Kanji sei Bosatsu Gyojin Hanya Hara Mittaji Shoken Gobun Kaiku Do Issai Kuyak Shari Shishki Fuiku Kufu Ishki Shiki Soku Zeku Was? Fertig, ich war kurz eingenickt. Gyate, gyate, hara, gyate, hara, so, gyate, boji, so, aka, hanya, shingyo. Chakashi, ohgoe wa agere janai! Halt die Klappe, hör auf, hier rundherum zu brüllen. Datte, totsuzen detekita kara, tsui... Ja, aber du hast mich überrascht. Hisaro Machine niyakarete shinda Police SM Hentai Jockey no rei demo arawaretan janai ka to. Ich dachte, hier wäre so ein Geist von so einer Sadomaso perversen Internetseite mit Polizeiuniform Fetisch, der in einem Sonnenstudio gestorben ist, der jetzt kommt, um mich zu holen. Hantoshimae kara nandomo nandomo kono sugata o misete da hazu dakedo. Aber habe ich dir diesen Körper nicht schon viele Male im Verlauf der letzten 6 Monate gezeigt? Ja, aber ich habe mich noch lange nicht daran gewöhnt. Dein Körper ist halb durchsichtig und ich kann dich nur in meiner linken Gesichtshälfte sehen. Das ist Tama, wenn sie in ihrer Menschenform ist. Das ist nur ein virtuelles Bild. Sie hat keinen physischen Körper. Tama projiziert Augmented Reality, oder kurz AR, durch mein linkes Auge. Also, warum bist du rausgekommen? Ja, ich dachte, es wäre vielleicht leichter, so mit dir zu reden. Okay, dann sortieren wir mal die Informationen. Also zunächst einmal haben wir eigentlich nicht viel nützliche Informationen. Ja, habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt. Ich meine, wir haben eigentlich nichts Sinnvolles erfahren. Wir haben die Person ein bisschen besser kennengelernt. Das ist auch was wert. Wenn ich eine Sache hervorheben müsste, dann wäre es sicherlich das ViewCube-Video in dem QR-Link.
ああ、長ったらしくてめんどくさいから。以降は QR 動画って呼ぶことにするわね。Übrigens werde ich es demnächst jetzt mal abkürzen und es einfach QR-Video nennen. その QR-Doga のことがほんの少しだけ分かったぐらいで。Das kleine Fitzelchen Information, das wir von dem QR-Video haben, ist alles, was wir haben. お、知らない？半年ぐらい前だったかな。Weißt du es denn nicht? Das war ungefähr vor einem halben Jahr. あれと似たような動画が拡散して、ネット中で話題になったんだ。Da ist ein ähnliches Video viral gegangen. Jeder online hat darüber geredet. Chimatanite, BATS490 と呼ばれている、あの面用な動画のことでしょ? Das mysteriöse Video kennt man unter dem Namen BATS490. BATS490 には何回の暗号が隠されてて。Und da war ein Code drin versteckt. その暗号は、ある特定の地点を示してたみたいで。Man sagt, dass dieser Code einen speziellen Ort enthüllt. Ja, und die Leute, die dorthin gegangen sind, gelten jetzt als vermisst. Alle ließen dieselbe Nachricht zurück. Ich habe das Geheimnis der Welt gelernt. Nee, Tama. BATS490-Data, sag mal, Tama, ist BATS 490 eigentlich noch irgendwo im Internet zu sehen? Ja, das Original ist ja nicht mehr da, aber es wurden ja Kopien im Internet hochgeladen. Das müsste also noch irgendwo sein. Ich habe nachgeschaut, hier ist es. Sieht schon ein bisschen nach Somnium aus. Also nach einer Gedankenwelt. Fledermäuse. Ich habe absolut keinen Plan, was das zu bedeuten hat. Man sagt, es gibt da eine verborgene Nachricht drin, aber ich könnte noch nicht mal sagen, wo ich da genau hinsehen müsste. Das waren ja diese Messageboxen noch, wo immer der vierte stand. Ja, achso, ich muss wieder mit Tama reden. Wo kam das Video her? Ja, vom gleichen Ort wie das QR-Video. Ursprünglich wurde es bei ViewCube hochgeladen und hat sich von da aus dann verbreitet. Aber der Accounthalter ist unbekannt. Wie dem auch sei, BATS 490 ist unser einziger Hinweis momentan. Wenn wir das herausfinden, führt es vielleicht auch zu dem QR-Video. Ja, warum ist denn jetzt plötzlich die rechte Hälfte von Jin aufgetaucht? Genau das versuchst du doch gerade zu untersuchen, oder? Ja, aber... Erinnerst du dich noch, was Date und Iris gesagt haben? Und aus irgendeinem Grund bloß die rechte Hälfte. Als wäre sie durch Raum und Zeit gereist. Vielleicht wurde die Leiche herteleportiert aus einer anderen Welt. Die andere Hälfte könnte absorbiert worden sein in einer anderen Dimension. Und dadurch wurde der Körper dann in zwei Hälften geteilt.
Jetzt sag mir nicht, du glaubst sowas. Ja, so ist es nicht. Nein, ich dachte nur. Irgendwie hat sich das in meinem Kopf festgesetzt. Ja, was hältst du von diesem Auto? Ehrlich gesagt riecht es nach schlechtem Geschmack. Wenn ich es ansehe, möchte ich am liebsten kotzen. Wenn du weiter so redest, schmeiße ich dich aus dem Fenster. Ja, dann würdest du ja mit rausfliegen. Ich bin nämlich diejenige, die das Auto steuert. Okay, sie benutzt also die Kamera am Auto, um das Auto fernzusteuern. Warum, ja, wagst du nicht den Sprung und kaufst ein anderes Auto? Ich habe mich wieder festgefahren hier. Mein Kabeln. Das kann ich nicht. Das Auto ist alles, was mir von meinen Eltern geblieben ist. Deine Eltern sind mit diesem Auto gefahren? Du kommst aus reichem Hause, was? Das heißt, ein Chauffeur hat seine Eltern immerhin gefahren. Oder sein Vater war der Chauffeur. Man weiß es ja nicht. Deine Eltern sind verstorben, oder? Ja, in einem Flugzeugabsturz, aber da war ich noch klein. Von da an lebte ich gemeinsam mit meinem jüngeren Bruder. Aber vor 6 Jahren ist er ebenfalls. Moment mal, immer diese 6 Jahre. Wir sind jetzt ja schon 6 Jahre vor dem Auftauchen der zweiten Leichenhälfte. Und nochmal 6 Jahre zuvor ist sein Bruder dann wohl auch verstorben. Also wenn wir dann die Zeitachsen mal bezeichnen wollen, also haben wir den Zustand 0, also die Jetztzeit, wo wir mit der 18-jährigen Mizuku spielen. Und dann haben wir minus 6 Jahre und dann haben wir minus 12 Jahre. Oh, ein Anruf. Ryuki, Telefon für dich. Kommt von Mizuki. Mizuki-chan kara. Ich stell durch. Ah, Ryuki-san. Boss kara bango o kiite kaketan da kedo. Oh, hallo Ryuki, ich hab deine Nummer von Boss. Dou shita no? Ja, was gibt es denn? Batsu 490 nitsuite hitotsu omoidashita koto ga atte. Mir ist noch was eingefallen, wegen Bats 490. Ich dachte, vielleicht führt das zu einem Hinweis. Ah ja, und was erinnerst du dich dann? Jemand in meiner Klasse, in der Schule, hat das tatsächlich rausgefunden. Er hat die versteckte Botschaft in Bats 490 entschlüsselt. Hat er das? Sein Name ist Shoma Enda. Vielleicht weiß er etwas. An deiner Stelle würde ich mal nach ihm suchen. Ja, man sieht sich. Shoma, ist das nicht... Kam der Name schon mal vor? Ich habe dann wohl nicht aufgepasst. Oh, ach ja klar. Letzte Folge. Der Sohn von dem Komiker. Andes Komejis Sohn, der hat den Code entschlüsselt. Das Wohnhaus von Ender ist ein bisschen runtergekommen, wie man sieht.
Und es ist schon mittlerweile 17.30 Uhr am Montag. Shoma-kun, yuube no jiken no koto wa shitteru yo ne? Hallo Shoma, du weißt, was gestern Abend passiert ist, oder? Kanban ni shirusareteita QR-Code. Sono link-saki ni wa douga ga atta. Dieser QR-Code auf dem Schild, das war ein Link zu einem Video. Bukara wa QR-Douga tte yonderu nda kedo. Wir nennen es das QR-Video. Sono douga no koto de hanashi wo kiki ni kitan da. Und darüber möchte ich gern mit dir sprechen. Ikutsuka shitsumon sasete moratte mo ii kana? Macht es dir was aus, wenn ich dir ein paar Fragen stelle? Ich gucke mich jetzt mal um. Wer ist das? Ein Spielzeugroboter, nicht näher bezeichnet. Und du bist? Das ist eine Puppe für das Quiz, wahrscheinlich. Werkzeugkasten. Ein Pokal für was? Der ist alt. Sieht aus wie ein Erinnerungsstück an den Quizkönig. Ach so, ja, von seinem Vater dann. Mhm. Was steht denn da auf dem Fernseher drauf? Sieht eigentlich aus wie ja, Töpferware. Vielleicht ist es irgendein Gerät. Ist ein Röhrenfernseher. Meinst du, man kann damit auch digital was empfangen? Könnte man, wenn da ein spezieller Tuner angeschlossen wird? Ja, was ist denn da oben drauf? Man weiß es nicht. Ein Familienaltar. Glückliches Lachen. Sieht das so aus? Ach, Tama, dein Humor. Du lachst ja öfter, als du atmest. Ein Bild von Ame no Uzume, eine Göttin von der japanischen Mythologie. Ja, die kenne ich noch aus den Persona-Spielen. Beziehungsweise aus Shin Megami Tensei. Sie ist die Göttin der Unterhaltung und des Gelächters. Ein Gedicht. Ist das ein Gedicht von Komeji geschrieben? Da steht, es ist okay, wenn man vom Pferd fällt. Du bist ja schließlich ein Sattel. Das sollte berührend sein. Ein Spielzeughammer. Der macht so Geräusche, ne? So. Ja. Ein quietschender Spielzeughammer. Ein Fächer. Für Slapstick-Comedy. Ja, von draußen kann man Grünanlagen und einen Garten sehen. Ein seltsames Plüschtier. Das ist Ado Rooster. Ado Rooster? Ja, das ist ein spezieller Charakter. Ist auch wenig Einrichtung hier. Die müssen bestimmt ganz schön knapsen, was das Geld betrifft. Das Teil einer Maschine. Was bastelst du da eigentlich? Jetzt sag mir nicht, dass es eine Bombe ist. Du kennst auch Mizuki, oder? Du warst doch in derselben Grundschule wie Mizuki.
彼女から君のことを聞いて。Sie hat mir von dir erzählt. Was dein Vater betrifft. 念のため確認するけど、君の父親はアンデス・コメジさん。Du bist doch der Sohn von Andes Komeji, oder? 本名、エンダ・ヨネハルさんってことで間違いないね。Und sein realer Name ist Yoneharu Enda. Was diesen Bats 490 Code betrifft. Bats 490って動画のことを知ってるよね。QR 動画とその動画には何か関係があるような気がするんだ。Ich habe das Gefühl, das hat irgendwie mit dem QR-Video zu tun. 君、Bats 490の暗号解いたんだろ。Du hast den Code in Bats 490 gelöst, oder? それはある地点を示していた。違うかな。Und es hat dir einen bestimmten Ort gezeigt. Lieg ich da richtig? 完全にガン虫ね。Er ignoriert dich komplett. ヘッドホンつけてるからかな。Ja, vielleicht weil er Kopfhörer trägt? いえ、それはないわ。音が出てないから。Nein, das ist nicht der Grund. Aus den Kopfhörern kommt kein Geräusch. Der Keuschheitsgürtel um sein Herz herum muss sehr fest verschlossen sein. Was ist das denn für eine Metapher? Du wirst seine Vulva nicht sehen, bis du das Schloss öffnest. 翻訳すると、心の扉を開かない限り、彼は何も喋らないだろうってことだね。Also was du mir sagen willst, ist, dass er nur dann mit mir spricht, wenn ich den Schlüssel zu seinem Herzen finde. Liege ich da richtig? Oder sieht wieder nach, sinking aus? この部屋のどこかに鍵があるかも。まずはそれを探しましょう。Es könnte hier irgendwo in diesem Raum einen Schlüssel geben. Suchen wir ihn.心の扉を開くための鍵か。Ein Schlüssel, um das Schloss an seinem Herzen zu öffnen. Aber jetzt haben wir was Wichtiges zu tun. Der Weihnachtsmann, existiert er wirklich? Nein, er existiert nicht wirklich. Bin ich, wenn ich direkt gefragt werde, dann muss ich die Wahrheit sagen.Wenn ich nicht gefragt werde, sage ich nichts zu dem Thema. Aber wenn ich gefragt werde, will ich ja nicht lügen. Was würdest du das sagen? Kein Grund, mit ihm zu reden, du musst den Schlüssel finden. Boah, der Roboter, der ist echt cool. Ich will nicht wild klicken. Über den mal.Gott, bitte hilf! Du kannst dir selbst helfen. Also das hatte ich mir noch gar nicht angeguckt. Einfach nur einen Schrank. Toolbox. Trophäe. Ich weiß ja nicht, der? Das Plüschtier? Nein, das wird wohl nicht der Schlüssel sein.Das ist ein Knopf. Ping-Pong! Hi, Shoma, kotae o dozo. Ja, Shoma, was ist deine Antwort? Kotatsu. Kotatsu no naka ni mogutte mitara dou? Warum gehst du nicht auch unter den Kotatsu? Nige dasareru to omou. Dann würde er wahrscheinlich weglaufen. Mukashi no Komeji-san wa sugokatta da ne.Komeji war ein fantastischer Quiz-Champion. Naja, das ist er natürlich immer noch. Das Quiz. Hm.
Schienenteil. Wollen wir was im Fernsehen schauen? Das Bild? Nein. Shoma, wollen wir zusammen Lucky Love spielen? Das Gedicht auch nicht. Was soll's denn sein? Da hinten? Nee, kann ich gar nicht auswählen. Pico Pico Hammer, der Ryuki ga jibun no atama o tataite mitara? Warum haust du denn nicht mit dem Spielzeughammer mal selbst auf den Kopf? Ich glaube, mir würde es tatsächlich gut tun. Warum haust du Shoma nicht mit dem Fächer auf den Kopf? Ich glaube nicht, dass er jemals mit mir sprechen würde, dann. Tja. Mal wieder übersehe ich das Offensichtliche. Warte, das nochmal, Lucky Love. Also. Küche. Oh! Röntgenblick für den Schrank. Das ist der Roboter, für den er das Metallteil baut. Sieht aus wie ein Roboter. Ich habe gesucht, aber er scheint nicht kommerziell käuflich zu sein. Ah, ein selbstgebauter Roboter. Hey Shoma, hast du Lust, mir den Roboter in deinem Schrank zu zeigen? Wieso weißt du davon? Also... Sag ihm einfach, du hast es von Komeji gehört. Ja, Komeji hat es mir erzählt. Mein Vater? Ja, genau. Na gut, dann. Aber nur ganz kurz. Oh, der ist ja groß. Und du hast das gebaut? Ja, und ich nenne ihn Roboter. Ganz alleine? Oh. Es gibt so einen Trödelladen in Akiba. Da habe ich die ganzen Teile her. Dieser Roboter hat nur ein Rad. Es benutzt ein Gyroskop, um in Balance zu bleiben. Das fein zu tun, das war echt schwierig. Na, Kompliment like crazy finde ich ein bisschen übertrieben, aber ein starkes Kompliment finde ich schon super. Das ist richtig fantastisch. Ich kann gar nicht glauben, dass ein Mittelschüler ganz allein einen Roboter baut. Ein Genie wie dich gibt es bestimmt nur 1 zu 100 Millionen. Nein, nein, so besonders bin ich gar nicht. Scheint so, als wäre das Schloss geöffnet. Ja, sieht so aus. Warum hast du eigentlich die Kopfhörer auf? Damit kann ich mich besser konzentrieren. Aber du hörst keine Musik, oder? Nein, ich habe nur das Noise Cancelling aktiviert.
Und was baust du da? Das Teil ist für Roboter. Ich will ihn upgraden. Ich will es schaffen, dass er mein Gewicht tragen kann. Und was deinen Vater betrifft? Ja, Andes Komeji ist mein Vater. Aber tut mir leid. Ich möchte echt nicht über ihn reden. Warum nicht? Naja, weil... Ach, das spielt doch keine Rolle. Du meinst, weil er mit den Yakuza Geschäfte macht? Ryuki, sowas darfst du ein Kind doch nicht fragen. Ja, da hast du vermutlich recht. Das vergisst man ja noch gerne, ne? Weil schon mal so viele technische Sachen drauf hat, dann denkt man schon, der ist wie so ein Erwachsener, aber in anderen Belangen ist er halt noch Kind. Mizuki ist nur eine Klassenkameradin. Wir sind nicht befreundet oder so. Ich rede auch nicht viel mit ihr. Möchtest du gerne mit ihr reden? Natürlich nicht. Auch wenn sie süß ist. Dieser Kotzbrocken ist überhaupt nicht süß. Seine Temperatur steigt. Er hat eindeutig gelogen. Ja, das habe selbst ich gemerkt. Ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir zum Thema übergehen können, weswegen ich hier bin. Ich hab's gelöst. Naja, diesen BATS 490-Code, den habe ich gelöst. Und wie? Ich muss gleich los. Deshalb erzähle ich dir mal die Kurzfassung. Ja, das ist okay, sag's mir einfach. Die versteckte Botschaft in dem Video wies auf einen bestimmten Ort hin, richtig? Ja. Und wo ist dieser Ort? Das Horadori-Labor. Das Horadori-Institut für Gentechnik. Mich hätte schon interessiert, wie er aus dem Video diesen Code ermittelt hat, aber gut. Jetzt haben wir 18.10 Uhr. Yube no ken wa news de shirimashita. Ich hab's letzte Nacht gesehen, in den Nachrichten. Ja, ja. Sore ni shitemo zendai nimon no kaijiken desu na. Sowas hat's noch nie gegeben. Was für ein mysteriöser Fall. Mein Name ist Shikara Horadori, der Direktor von diesem Forschungsinstitut. Er hat sich noch nicht zur Ruhe gesetzt. Letztes Jahr war sein 60. Geburtstag. 60 ist doch noch kein Alter für einen Forscher. Mal sehen, ob irgendwo was Interessantes ist. Ryuki, Ryuki, möchtest du mal diese Flüssigkeit in dem Reagenzglas trinken? Auf gar keinen Fall.
もしかしたら超人的な能力が発現するかも。 Warum denn nicht? Vielleicht entwickelst du Superkräfte. その代わり、緑色の巨大なマッチョになったらどうする? Ja, aber was, wenn ich mich in einen riesigen, grünen, muskulösen Freak verwandle? Also er meint Hulk. 最高じゃない? Das wäre doch fantastisch. Wissenschaftler, der hat natürlich Schutzausrüstung an. Wir, die im selben Raum sind, nicht. Sieht so aus, als könnte ein groteskes Monster gefangen drin sein. Oh, ich mag groteske Sachen. Ja, das weiß ich. Entschuldige, was ist das für eine Statue? Ist das hier Hippokrates? Ah, das ist das Symbol unserer Forschungsphilosophie. Das würde eine Weile dauern. Vielleicht ein anderes Mal. In diesem Forschungslabor steht aus unerfindlichen Gründen eine mysteriöse Statue. Okay, reden wir mit ihm. Ja, reden wir erstmal über Jin. Ich kenne ihn, habe ihn aber persönlich niemals kennengelernt. Ich habe lediglich Online-Artikel über ihn gelesen. Er ist der Vorstandsvorsitzende einer Musikplattform. Und ich bin der Direktor eines genetischen Forschungszentrums. Wir haben absolut nichts gemein. Wo warst du am 9. Februar um 6 Uhr morgens? Das war Jins voraussichtlicher Todeszeitpunkt. Da habe ich zu Hause im Bett geschlafen. Man sagt ja, Senioren stehen früh auf, aber für mich gilt das überhaupt nicht. Vielleicht bedeutet das, dass ich immer noch jung bin. ja, gibt es jemanden, der diese Geschichte bestätigen kann? Jetzt sag mir nicht, dass ich Verdächtiger bin. Ich mache hier nur meinen Job. Ah, diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Ja, schön, dass dein Traum Wirklichkeit wurde. Ich lebe jetzt alleine. Unglücklicherweise lebt niemand bei mir zu Hause. Oder niemand mit mir zusammen. Shikara wurde vor 6 Jahren geschieden. Da sind wieder die 6 Jahre. Also -12 wurde er geschieden. Und was die Kinder betrifft, hat er eine Tochter. Diese Tochter ist 32 Jahre alt. Seine Tochter und Ex-Frau leben derzeit in Italien. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, es gibt niemanden, der Shikaras Alibi bestätigen kann. Ja, ganz genau. Was ist das hier für ein Institut? Wir machen hier Forschung für Gentherapien, indem wir halt genetische Abschnitte, also wie heißt es genau? Also es werden kleine Genschnipsel aus
Genen rausgeschnitten und durch andere Schnipsel ersetzt. Also bist du mit genetischem Editing vertraut? Eine anlagenspezifische Nuklease, ein künstliches Enzym, was man unter dem Namen CRISPR-Cas9 kennt, ist ja allseits bekannt heutzutage. Ja, mir nicht. それを用いて DNA の任意の塩基配列を切断、置換、結合する技術のことよ。Mit diesem genetischen Schnitt ist es eine Technik, mit dem Enzyme ja DNA trennen, auftrennen und wieder zusammensetzen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also mit anderen Worten, schreibt diese Technologie DNA um? その通り. Ja, in der Tat. Letztes Jahr haben wir eine revolutionäre Schnitttechnik entwickelt, die nennen wir Purge. これにより今まで治療が困難とされていた遺伝的な病。Damit können wir genetisch bedingte Krankheiten behandeln, was man halt vorher nicht konnte. 例えば、重度の先天性心疾患なども治せるように。Zum Beispiel schwere Herzerkrankungen sind jetzt heilbar. さらにそれだけではありません。Aber nicht nur das. パージを使えば理論上、不老不死も可能に。In Theorie kann man mit Purge sogar unsterblich werden. Okay, unsterblich? ああ、不死身の体になるという意味ではないですよ。Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass dein Körper unverwundbar wird. 外傷や毒物の摂取、ウイルスの感染等によって死ぬことはあるでしょう。Der Tod kann immer noch durch, durch Schlageinwirkung, Gift, Virusinfektionen und solche Sachen eintreten. ただ、寿命によって亡くなることはないという意味です。Aber Tod durch Altersschwäche ist dann ein Ding der Vergangenheit. パージを使えば、それが可能に? Und Purge kann das tun? ええ。全身の DNA を書き換えることで、体の老化を抑制し、永遠に若さを保ち続けることが。Ja, in der Tat. Der Verfall des Körpers durch das Altern kann verhindert werden, indem man die ganze DNA neu schreibt. Dadurch bleibt man für immer jung. もっともまだ実験段階で証明されたわけではないですが。Allerdings wurde das noch nicht bewiesen. Es ist immer noch im Experimentierstadium. しかし、いずれ近いうちに必ず実証されるはずです。Aber es wird nicht mehr lange dauern, bis unsere Hypothese belegt wird. 人類が何千年も前から追い求めてきた究極の夢、それが間もなく実現する。Ja, der ultimative Traum, nach dem sich die Menschheit sehnt, für tausende von Jahren, wird schon bald Realität werden. Ja, und jetzt kann ich noch hinzufügen, für ein ganz paar reiche Leute. Denn wenn jetzt, sag ich mal, 8 Milliarden Menschen auf der Erde plötzlich beschließen, unsterblich zu sein, führt es durchaus zu Problemen. どうです。素晴らしいと思いませんか? Was denkst du, ist das nicht wunderbar? Ja, für die wenigen Auserwählten, die dann tatsächlich unsterblich werden, ist es sicherlich eine feine Sache. Also, sie müssen ja auch reich sein, damit sich die Unsterblichkeit leisten können. Also, sie müssen ja irgendwie versorgt sein oder man will ja nicht unsterblich werden, um dann trotzdem 12 Stunden am Tag zu arbeiten oder so. Ne?
Welches Leichtathletik-Ereignis magst du? 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf, 400 Meter Lauf oder 800 Meter Lauf? Dann lieber die 100 Meter, ist schneller vorbei, ne? Was dieses QR-Video betrifft. Ah, News で言ってましたな。Ja, da habe ich in den Nachrichten von gehört. ただ、動画自体は放送されなかったので、見てはいません。Aber das Video wurde dann nicht gezeigt, deshalb habe ich es nicht gesehen. では、BATS490 については? Das heißt, du kennst auch BATS 490 nicht? 何ですか、それは? Was soll das sein? QR 動画と類似した動画のことです。Ein Video, das dem QR-Video sehr ähnlich ist. さあ、聞いたこともありませんな。Nee, habe ich noch nie von gehört. 実はここに来たのは、その動画についてお尋ねしようと思ったからなんです。Eigentlich bin ich hier, um dich gerade über dieses Video zu befragen. 動画には暗号が隠されていて、それがこの研究所を示していたとの情報が。In dem Video gibt es einen versteckten Code und wie ich hörte, weist das dieser Code direkt auf dieses Forschungsinstitut. 一体何のことやらさっぱり。Keine Ahnung, wovon du redest. 誰かが適当なことを言ったのでは。Vielleicht hat sich das jemand einfach ausgedacht. ねえ、リュウキ。ホラドリの様子、なんかおかしいと思わない？ リュウキ、meinst du nicht auch, dass irgendetwas an Shikara nicht stimmt? そうかな。Findest du? あんた、ほんとにいばいわね。Du bist echt schwer von Begriff. Yōgan Pinduki Game の主人公並みの鈍さだわ。 Du bist so doof, dass du wahrscheinlich zur Zielgruppe für Werbung in Mobile Games dienst. Mobile Games können Spaß machen. Allerdings in der meisten Zeit führen sie dich zu irgendeiner Webseite, um dich zu zwingen, ein anderes Spiel herunterzuladen. Es ist eine Art Werbungsbetrug. Ja. Bin jetzt nicht so vertraut mit Mobile Games. Wenn ich da ein Mobile Game spiele, dann habe ich das auch bezahlt. Dann gibt es da auch keine Werbung zu anderen Spielen. Na gut, Shikara. Seine Temperatur ist ungewöhnlich hoch, oder? Influenza, kann er. Vielleicht hat er die Grippe? Sorg nicht dafür, dass ich die Augenbrauen von innen ausreiße. Horadori wa douyou shiteru tte koto? Meinst du, er ist wegen irgendwas aufgebracht? Taben ne. Ja, wahrscheinlich schon. Ryuki, tashikamete mimashou. Kare ga kakushigoto o shiteru ka douka. Ryuki, wir müssen herausfinden, ob er etwas verbirgt. Wink Sync ka. Mit Psync. Yatte miyou. Ja, versuchen wir es. Wink Psync ist eine vereinfachte Version des normalen Psyncens. Du kannst damit die Gehirnwellen des Psync-Subjekts analysieren und temporär in ihren Traum blicken. Wähle Shikara mit dem Cursor aus, dann das Wink Psync-Icon, um eine vereinfachte Version seines Traums zu sehen. Okay, versuchen wir mal. Dieser Typ. Also er hat auf jeden Fall das Video gesehen. Wink Sync ist eine vereinfachte Version von Psyncen. Aber dennoch wirfst du einen Blick in die Träume des Ziels. Und die Träume, die werden generiert aus Erinnerung.
Also sollte es in seinen Träumen auch nichts geben, was er nicht schon gesehen hat. Du willst damit sagen, Shikara kennt Bats 490. Er hat zuvor uns angelogen. Horadori-san, Shoma de Godoku itadakenai desu ka? Shikara, kannst du mich zur Wache begleiten? Dushite? Was, wieso das denn? Mou sukoshi kuwashiku hanashi o ukagawasete itadakitai desu. Ich würde dich gerne noch detaillierter befragen. Muron, kotowaru koto mo dekimasu ga. Du darfst natürlich ablehnen. Wakarimashita. Ikimashou. Na gut, ich komme mit. Oh, das ging schnell. 18.45 Uhr sind wir schon wieder zurück in dem Hauptquartier von Abyss. Gibt es schon Fortschritte bei der Untersuchung? Nein, es gibt noch keinen Fortschritt. Die Leute da im Hauptquartier sind total inkompetent. In ihrem Kopf sind wahrscheinlich einfach nur fermentierte Bohnen oder so. Was Shikara betrifft. Ich habe Shikara die übliche Medizin gegeben, um ihn schlafen zu lassen. Und das darf man einfach so machen? Wie meinst du das? Ja, vielleicht sind das legale Probleme, die dadurch entstehen können. Oh, mach dir deswegen mal keine Sorgen. Die Vorgesetzten werden sich schon darum kümmern. Wo ist Date? So, ich weiß nicht. Wer weiß. Nachdem du gegangen bist, ist er auch gegangen. Wahrscheinlich spielt er jetzt gerade das Nippelratespiel in irgendeiner Kabarettshow in Nakameguro. Er ist im Urlaub. Und, übersetze ich mal frei, da wird er sich halt so lange entspannen, wie er kann. Ja, Tama muss es jetzt nicht auch noch wiederholen. Also ein bisschen doppeldeutig. Oh, jetzt wird uns das Nippel-Game auch noch erklärt, ein Spiel. Ein Mann fragt eine Frau zu raten, wo der Nippel ist, wenn das Hemd, wenn das T-Shirt an ist. Was? Was sind das? Ist das was Japanisch Spezielles? Habe ich noch nie von gehört. Also, was Shikara betrifft. Ja, ich habe den Bericht von Tama erhalten. Das QR-Video scheint der Schlüssel zu sein, um diesen Fall zu lösen. Und sie glaubt, Shikara hat irgendeine Verbindung zu dem Bats 490-Video, was ziemlich ähnlich ist. Er ist super verdächtig, er muss der Täter sein. Nee, muss er überhaupt nicht. Nur weil er das Video gesehen hat, das kann er auch im Nachhinein gesehen haben. Vielleicht war er dann neugierig, weil so viele Leute zu diesem Genlabor gekommen sind und er sich gefragt hat, was machen die alle hier? Und hat sich dann im Nachhinein erst dieses Video angeguckt. Das, er muss nicht der Schöpfer sein. Ja, auch Pyotr sagt, es ist noch ein bisschen früh für so eine Schlussfolgerung. Aber er hat gesagt, er kannte das Video nicht, oder?
wenn man bereit ist, wegen einer Sache zu lügen, ist man auch bereit, wegen allem zu lügen. Das würde ich auch nicht so unterschreiben. Das klingt ein bisschen unlogisch. Warum bist du hier, Pyotr? Wieso fragst du? Ich bin der Ingenieur von Abyss. Natürlich, ich bin immer hier. Naja, okay. Sollen wir denn jetzt anfangen? Ryuki, du weißt, was zu tun ist. Sync mit ihm. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir das... Sinken beim nächsten Mal. Eben die Sequenz abwarten, aber dann... Es lohnt sich jetzt ja nicht mehr in dieser Folge damit anzufangen, dann machen wir es wieder komplett in der nächsten Folge. Ryuki, das ist das erste Mal, dass du psynkst, ja? Entschuldigung, das ist nicht das erste Mal, dass du psynkst. Du warst im Somnium mehrere Male in den letzten 6 Monaten. Deshalb weißt du es, ohne dass ich es dir nochmal sagen muss, aber... Ja, ich darf im Somnium nur 6 Minuten bleiben. Ich weiß, ja. Okay, dann fangen wir an. Halbe Menschen. Was ist das für ein Ort? Ja, das werden wir in der nächsten Folge ergründen. Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.